herzlich willkommen zum zweiten Termin unserer diesjährigen Veranstaltungsreihe bzw. Das Gemälde »Die Zeltwirtschaft« von Giovanni Domenico Tiepolo im Landesmuseum Mainz, um das es dieses Mal gehen soll, hat die Maße 77 x 121 cm. Giovanni Domenico Tiepolo stammte aus einer großen venezianischen Künstlerfamilie. Sein Vater war der berühmte Maler Giovanni Battista Tiepolo, seine Mutter Cecilia Guardi, die Schwester des bekannten Vedutenmalers Francesco Guardi. 1727 geboren, war Domenico also von Kindesbeinen an mit dem Beruf des Malers vertraut. Er und sein jüngerer Bruder Gian Lorenzo haben dann auch beim Vater eine Malerlehre gemacht. Im Jahr 1750 bekam Giambattista Tiepolo den Auftrag, in der Residenz des Würzburger Fürstbischofs Karl Philipp von Greifenklau zu Vollraths die Decke des Treppenhauses mit einem Fresko auszustatten. Beide Söhne waren mit dem Vater in Würzburg und haben ihm bei der Ausführung dieses mit seinen 677 Quadratmetern heute noch größten zusammenhängenden Freskos der Welt, das 1753 vollendet wurde, assistiert. Wahrscheinlich hat Giambattista sich selbst und seinen ältesten Sohn Domenico in dem Fresko sogar porträtiert. Das Gemälde »Die Zeltwirtschaft« im Landesmuseum Mainz ist mit hoher Wahrscheinlichkeit genau in dieser Zeit, als die Tiepolos sich in Würzburg aufhielten, entstanden. Dafür sprechen neben kunsthistorischen Vergleichen auch noch zwei weitere Argumente. In den Wintermonaten konnte wegen der Technik des Freskos, das ja auf den noch feuchten Stuck aufgebracht werden musste, daran nicht gearbeitet werden, weil der Gips nicht schnell genug trocknete. Die Tiepolos hatten in Würzburg eine Werkstatt eingerichtet bekommen. Domenico konnte die Zeit also gut für eigene Arbeiten nutzen. Und es gibt in Würzburg ein Skizzenbuch, in dem sich eine Kreidezeichnung befindet, die direkt nach einem Motiv unseres Bildes von Domenico angefertigt wurde. Dazu gleich mehr. Nun wollen wir uns das Gemälde genauer anschauen. Der Name des Bildes leitet sich von dem großen Zelt ab, das fast genau in der Mitte des Bildes steht und in dem sich das befindet, was in Grimms deutschem Wörterbuch als »fliegende Gastwirtschaft auf Kirmessen und Schützenfesten in Zelten« bezeichnet wird. Also quasi eine mobile Kneipe. Diese ist umrahmt von anderen Zelten, die scheinbar auf dem Lande aufgebaut sind, in einer Landschaft, die vielleicht eher in der Umgebung von Würzburg als in Venetien zu finden ist. Durch eine kleine Öffnung blicken wir in das große Zelt hinein und sehen Menschen, die an einer mit Speisen und Getränken und sogar mit einer Tischdecke gedeckten Tafel zechen. Einer der Gäste wischt sich gerade mit einer Serviette den Mund ab. Außerhalb des Zeltes hockt eine Gruppe von ärmeren Reisenden und verspeist Mitgebrachtes. Ein Mann trinkt gerade aus einem großen Krug. Vor dem Zelt sind zwei orientalisch gekleidete stehende Männer, offenbar im Gespräch. Davor befindet sich von hinten gezeigt ein Bettelmönch, auf einer Decke sitzend, und ein bärtiger Mann mit Turban hält einem Hund einen Knochen hin. Besonders interessant sind die beiden das Bild rahmenden Figurengruppen. Rechts ist ein feuriger Schimmel von hinten zu sehen, den ein Knecht in Pluderhosen und mit Barett kaum zu bändigen weiß. Wahrscheinlich ist es der Reiter des Schimmels, der in der dunklen Figur am äußerst rechten Bildrand zu erkennen ist. Das Pferd ist übrigens das Motiv, das in der Kreidezeichnung wiedergegeben ist, von der ich eben bereits gesprochen habe. Offenbar ein Ricordo, eine Erinnerungszeichnung, wie Künstler sie anfertigten, wenn ein Motiv ihnen so gelungen schien, dass sie es für spätere Aufträge festhalten wollten. Und dann ist da noch am linken Bildrand ein vornehmes Paar, das mit chinesischem Sonnenschirm und Fächer von hinten gesehen aus dem Bild schreitet. Es blickt damit in eine Ferne, die wir nicht sehen. Eine interessante Frage ist noch zu stellen. Wie kommen Orientalen in eine solche Landschaft?
Dafür sei hier noch wenigstens kurz auf die sogenannte Türkenmode, die Türkerie des 18. Jahrhunderts hingewiesen, die nach der zweiten Belagerung Wiens durch osmanische Truppen 1683, die abgewendet werden konnte, als Faszination für das Exotische ganz Europa ergriffen hatte. Und mit der Präsentation der Asia im Deckengemälde der Würzburger Residenz war Gian Domenico Tiepolo gerade erst in Berührung mit der Gestaltung exotischer Figuren gekommen. Die Szenen, die alle einzeln für sich stehen und keine zusammenhängende Erzählung wiedergeben, bilden scheinbar Alltägliches ab. Das Bild gehört daher in den Bereich der Genremalerei. Wahrscheinlich ist es sogar Giovanni Domenico Tiepolos frühestes Genregemälde. Es vereint in seinem eher kleinen Format die Darstellung verschiedener gesellschaftlicher Gruppen, die äußerst vielfältig und mit viel Witz und Freude am Erzählen dargestellt sind. Thank you.
Bilder können Geschichten erzählen und Musikstücke können auch Geschichten erzählen. Zu einer Geschichte gehört eine Person oder ein Ort und eine Handlung. Wie machen die Bilder das? Denn die Bilder sind ja stehend, ohne Bewegung, und die Musik ist nur bewegter Klang ohne Bild. Tiepolo greift zu einem einfachen Trick. Er fasst Szenen zusammen, in denen Bewegungen begonnen, aber nicht zu Ende geführt sind. Wir sehen zum Beispiel das Pferd mit dem erhobenen Huf und wissen, gleich wird es den wieder runtersetzen. Oder im Zelt sitzt einer und wischt sich mit der Serviette den Mund ab. Da wissen wir auch, gleich ist die Serviette unten. Oder der Hund zieht an dem Knochen und gleich wissen wir, jetzt hat er ihn gleich erwischt und der wird ihm aus der Hand gezogen sein. Die zwei Figuren, die bei Tiepolo im Bild nach draußen spazieren, sind auch bald entschwunden. Also lauter Szenen, die eine Bewegung anfangen, die wir im Geiste zu Ende führen. Und damit hat Tiepolo uns erwischt und wir sind schon in seiner Geschichte drin. Wie macht die Musik das, wenn sie keine Bilder verwenden darf? Da hatten wir gerade ein schönes Beispiel gehört, der Morgen nach der Hochzeit, eine rumänische Improvisation. Und da haben wir zwei wunderbare Beispiele dafür, wie die Musik es schafft, die Bilder in uns wachzurufen. Das eine ist über Imitation. Sie haben gerade gehört, der Stefan Besan hat zum Beispiel Vogelgezwitscher auf der Geige imitiert und sofort sehen wir dann den Vogel vor uns. Oder wir hören das hupende Auto, was vorbeifährt, oder der Streifenwagen mit dem Martinshorn. Sofort stellen sich diese Bilder ein. Und auf der anderen Seite kann die Musik eine Bewegung aufnehmen, die wir auch wieder in Bilder verwandeln. Wir haben das gerade gehört an dem Morgen nach der Hochzeit. Die Hochzeit dauert in Rumänien üblicherweise 3 Tage. Und wenn dann am Morgen die Gäste nach Hause wanken, dann sieht das eher so aus. Ta-tam, ba-bam, ba-bam, ba-bam. Zum Zaun, zur Straße, zum Zaun, zur Straße. Aus der Bewegung erschließen wir uns in Gedanken den schwankenden Gang des Heimkehrenden, der dann von dem Vogelgezwitscher und dem Auto überrascht wird. Das ist also eine Möglichkeit aus der Bewegung. Das Gleiche verwendet auch Vivaldi in dem Herbst aus den 4 Jahreszeiten, den wir jetzt gleich hören werden, gespielt von Anneliese Siemens an der Violine. Und da haben wir auch wieder Szenen, die wir als Zuhörer in Bilder übersetzen müssen. Zuerst ein Erntetanz. Wir hören die Bauern, die also einen Kreistanz tanzen. Und dazwischen kommt dann ein Betrunkener, der mit großer Geste versucht, alle zu belehren. Dann schwankt er, sucht nach dem Takt in dem Fall. Also auch da wieder ein Bild des Unsteten, wenn der Takt schwankt und wackelig ist. Dann tanzen sie wieder, dann kommt ein, wie ein Geiger, der aber aufgrund seiner Trunkenheit Koordinationsstörungen hat. Er spielt also immer mit dem Bogen hin und her und trifft nicht ganz die Finger der linken Hand. Und ganz zum Schluss wird der Säufer dann seinen Rausch ausschlafen und da hören wir ihn tief atmen, ausatmen und einatmen. Und wir stellen uns vor, wie der Trunkene da liegt dann und seinen Rausch eben ausschläft. Das sind lauter Bilder, die der Vivaldi in die Bewegung des Klanges eingepackt hat. Ganz am Ende hören wir noch einen Ausschnitt aus Mozarts Violinkonzert A-Dur aus dem letzten Satz, denn da hat Mozart etwas aufgegriffen, was im Rokoko eine Mode war. Ein Bild ist ja immer auch ein Kind seiner Zeit. Und die Mode damals war eben, etwas Exotisches oder Türkisches aufzugreifen. Wir sehen auch in dem Bild von Tiepolo 2 Gestalten mit Turban und orientalischen Gewändern. Das war eine Mode damals. Und so hat auch Mozart in seinem Violinkonzert einen Teil eingebaut, der uns an türkische Klänge erinnert, fast schon eine Vorahnung aus der Entführung aus dem Serail. Vielleicht kommen Sie einmal nach Schwetzingen und können im Schlossgarten die Moschee mit dem Minarett bewundern, die dort im Rokoko erbaut wurde. Aber jetzt erst einmal viel Vergnügen mit dem Herbst aus den Jahreszeiten. Stellen Sie sich die tanzenden Bauern vor
und den Säufer.
Guten Tag. Nach der Betrachtung dieser lebensfrohen, süffigen Zeltwirtschaft von Giovanni Domenico Diepolo war mein erster Eindruck, was für ein Wimmelbild. Das Eigentümliche an den sogenannten Wimmelbildern für Kinder ist ja, dass nicht sofort alles auf einen Blick zu sehen ist. Ich kann langsam im Bild spazieren gehen und finde immer etwas Neues. Gerade Kinder sind hier wahre Meister. So geht es mir auch bei diesem Gemälde der Zeltwirtschaft des venezianischen Künstlers Tiepolo, das um die Mitte des 18. Jahrhunderts in Deutschland entstanden ist. Ein venezianischer Künstler malt in Deutschland ein Genrebild mit orientalischen Motiven. Allein schon diese Beschreibung macht die Auseinandersetzung mit dem Mainzer Bild so spannend. Das ist schon ein recht unterschiedliches Publikum, was hier in der Zeltwirtschaft zusammenkommt. Auf der rechten Seite ein Reiter, der versucht, sein Pferd ruhig zu halten, das vielleicht gerade das Geschirr zertreten hat, das nun vor seinen Hufen liegt. Dann eine Gruppe Türken, ausgewiesen mit dem Turban, die wohl im Gespräch mit einem Kapuzinermönch sind, der sich vor dem Zelt auszuruhen scheint. Einer aus dieser Gruppe gibt einem Hund einen abgenagten Knochen, der vom Essen übrig geblieben ist. Weiter hinten scheint eine Gruppe ordentlich zu zechen. Nicht aus Gläsern wird hier getrunken, nein, gleich aus dem Krug. Im Zelt selbst geht es dann etwas feiner zu. Die Gäste sitzen an einem Tisch und bekommen dort ihre Getränke und Speisen serviert. Die Gäste trinken aus fein geschliffenen Gläsern und die Decke ist aus feinem Tuch und die Gäste sind ja vor der Sonne geschützt. Etwas aus dem Rahmen des Bildes fällt das Paar am linken Bildrand, das sich mit einem chinesischen Schirm vor der Sonne schützt und geradezu aus dem Bild zu gehen scheint. So, als habe es mit dem Ganzen nichts zu tun. Es ist eine Situation auf dem Lande, fernab von einer befestigten Stadt. Eine Alltagssituation. Ich finde eine Verklärung des einfachen Lebens, wenn auch die Standesunterschiede die nach wie vor gut zu erkennen sind. So ganz über seinen Schatten oder Möglichkeiten kann hier dann doch keiner springen. Dennoch, was mich bei diesem Genrebild besonders anspricht, alle sind beieinander, in und um ein Zelt, das eindeutig als temporäre, einfache Gastwirtschaft zu erkennen ist. Sogar das hier bei uns in Rheinhessen so gut bekannte Sträußchen hängt an einem Zeltpfosten und weist darauf hin, dass hier Gäste willkommen sind. Diese alltägliche Situation in einem Genrebild vermittelt etwas von der Begeisterung am Orientalischen im 18. Jahrhundert. Das Fremde und das Exotische des Morgenlandes fanden Einzug in die Schlösser und Bürgerhäuser des Abendlandes. Man begeisterte sich am Reichtum des Orients, viele Luxusgüter kamen von dort, aber auch am exotischen Flair, ja, am ganz anderen. Tiepolo hat sich aber in seiner Genregemälde nicht diesem Luxus zugewandt, sondern sich für eine einfache, alltägliche Szene entschieden, mit der er seine Kunstfertigkeit unter Beweis stellen konnte. Also es ist das einfache Leben in einer exotischen Umgebung, voller Fremdheit, das machte gewiss den Reiz für den ersten Käufer aus. Neben dieser reizvollen Exotik steckt es aber auch voller freundlicher Menschlichkeit. So kommt es mir jedenfalls vor. Vielleicht unterhält sich die Gruppe im Vordergrund des Bildes gerade über theologische und philosophische Themen zwischen Ost und West. Denn zu der Begeisterung über den Orient gehörte auch die Rezeption der Güte und Weisheit der orientalischen Kultur. Mozarts Entführung aus dem Serail oder auch später Lessings Nathan der Weise, haben hier ihren Niederschlag gefunden. Mit einem verklärten Blick in den Orient war auch immer eine Kritik an den aktuellen abendländischen Zuständen verbunden.
Das Paradies ist eben immer woanders. Das ist eine Vorstellung, die uns heute vielleicht gar nicht so fremd ist, wie es zunächst scheint. So richten wir ja beispielsweise unsere Stadtwohnungen auch im Landhausstil ein und verklären doch damit auch auf gewisse Weise das vermeintlich einfache Leben auf dem Lande. Doch vor allem strömt dieses Bild eine wunderbare Lebendigkeit und Ursprünglichkeit aus. Hier wird das Leben pur dargestellt, in all seiner Freude und Vielschichtigkeit. Dies macht ja auch die Freude über dieses Bild aus, wenn ich es mir heute betrachte, und es erinnert mich an die Worte aus dem 104. Psalm. Dort heißt es: Lobe den Herrn, meine Seele, du breitest den Himmel aus wie ein Zelt. Du lässt Brunnen quellen in den Tälern, da sie zwischen den Bergen dahinfließen, dass alle Tiere des Feldes trinken und die Wildeseln ihren Durst löschen. Du tränkst die Berge von oben her, du machst das Land voll Früchte, die du schaffst. Du lässest Gras wachsen für das Vieh und Saat zu Nutz den Menschen, dass du Brot aus der Erde hervorbringst, dass der Wein erfreue das Menschenherz und sein Antlitz glänze vom Öl und das Brot des Menschenherz stärke. Soweit die Worte aus dem 104. Psalm. Und das finde ich das Schöne dabei, der Psalmdichter vergisst nicht, in all seiner Freude Gott zu danken mit diesen hymnischen Worten. Also die Freude am Leben, die Freude an dem, was uns umgibt, das springt mir aus diesem Bild entgegen, über alle Grenzen und Zeitmoden hinweg. In einem der großen Weisheitsbücher der Bibel fasst der Weisheitslehrer Salomo alle Erkenntnis in diesem einen Satz zusammen. Ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat, dass sie sich damit plagen. Er hat alles so schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, nur dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt, als fröhlich sein und sich gütlich zu tun in seinem Leben. Denn ein jeder Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes.